Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia. Ich weiß gar nicht, muss man mit dem Typen noch reden? Bin mir gerade nicht so sicher. Was hast du heute Schönes für mich, Ralphie? Tom, ich habe einen neuen Wagen für dich. Er hat 65 Pferdestärken und wenn du Gas gibst, kommt er auf über 75 Meilen in der Stunde. Das ist ja nicht schlecht, ne? Da würde ich mal sagen, zeig mir die Kiste da mal. Und ich muss in der Steuerung kurz was ändern, weil das hat mich ein bisschen genervt. Ducken machen wir so auf die normale Steuerung. Das ist ein bisschen angenehmer für Spielen. Ja, viel angenehmer als Q oder so. Ist zwar immer noch, aber den Finger, den ich jetzt zum Seitenlaufen benutze, der ist dann auch auf Q und das ist ein bisschen blöd. So, hier haben wir also die neue Karre. Die zeigt er uns mal eben, wie man die knackt. Wir haben ein neues Schloss eingebaut, aber kein Problem. Ciao. Ciao. Wiedersehen. Ja, sieht ja recht einfach aus, ne? Siehst du echt einfach. Du kannst die Kiste haben oder was Älteres. Wie du willst. Danke, was Älteres. So, die Kiste ist eigentlich nicht schlecht. Hier sind ja die ganzen Autos, die wir schon haben. Sind ja doch schon so zwei, drei Stück. Wir gehen noch mal kurz zu Vincenzo. Ist das Vincenzo? Ja, ne? Okay, da müssen wir nichts machen. Alles klar, dann holen wir uns jetzt erstmal ein Auto. Wir nehmen jetzt auch das. Ich denke mal, das wird schon passen. Warum springt der ab und zu so? Ein bisschen strange. Naja. So. Hopp, hopp. Knackte Karre. Knackte Karre, Junge. Okay, einsteigen. Hand von der Maus nehmen und los geht's, würde ich sagen. Fahren wir mal zu Pauli. Ein Ausflug aufs Land. Canadian Whisky trifft Pauli beim Lagerhaus. Alles klar, dann wollen wir da mal hincruisen. Cruise, cruise, cruise. Und ich bin hier falsch. Das heißt, wir fahren erstmal da lang. Wir müssen über die Brücke, glaube ich, fahren. Alles klar. Dann wollen wir doch mal. Da. Da hinten ist die Brücke dann auch schon. Ah ne, stimmt. Ah, fuck, stimmt. Ist ja gar nicht. Die ist ja noch gar nicht da, die ist erst gleich da. Weil die wird erst noch schneller hingebaut. Und dann treffen wir uns mit Pauli und dann wollen wir das Ding mal über die Bühne bringen. Wir sind ja schon fast bei der Hälfte des Spiels. Ja. Es wäre gelogen zu sagen, so viel kommt nicht mehr, aber im Grunde die Hälfte haben wir schon hinter uns. Und ich weiß auch gar nicht, bei wie viel Folgen wir mittlerweile sind. Muss ich sagen. Aber, ja. Bekannterweise, Mafia geht nicht sehr lange. Auch der zweite Teil war, viele waren ja enttäuscht, dass der nicht so lange geht, aber da muss ich ja sagen, lieber habe ich ein Spiel, was kurz ist, aber super gut und mich auch unterhält in der Zeit, als ein Spiel, was lange ist und öde, sage ich mal, ne? Weil dann wird auch zu viel einfach reingesteckt, was total langweilig ist. Alter, was ist los mit den Leuten hier? Wie verrückt? Weiß nicht, ich finde, da die 10 Stunden, die Mafia 2 zum Beispiel hatte, ich war halt gut unterhalten in den 2 Stunden. Deswegen finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Uncharted zum Beispiel, der erste Teil, der war auch nur ungefähr so um die 10, naja, sagen wir 6 bis 7 Stunden sogar nur. Aber es ist ein trotz alledem ein super Spiel und es macht Spaß und es unterhält einen. Finde ich eigentlich ganz gut. Also es muss ja nicht immer hier 20, 30 Stunden sein. Kommt auch immer natürlich aufs Spiel drauf an, aber bei solchen Spielen, Hauptsache sie unterhalten mich dann gut. Dann können sie auch gerne einen Ticken kürzer sein. Vielleicht sollte ich mir mal kurz den das hier anmachen. So, damit ich hier nicht. Au, es ist eine rote Ampel. Guck mal, ist er stehen geblieben, weil ich also geblinkt habe? Weiterfahren, bitte. Wir müssen uns ja an die Verkehrsregeln halten, so geht es ja nicht.
Viel von dem System wurde auch in Mafia 2 verwendet, wie zum Beispiel das mit den Strafzetteln, auch das mit der Geschwindigkeitsüberschreitung, das wurde alles übernommen. Das gibt's ja auch. In Teil 2. Ich weiß aber gar nicht mehr so genau, also ich kenne den Anfang vom zweiten Teil noch relativ gut. Aber mehr auch nicht. Mehr auch leider nicht. So, wir fahren jetzt hier lang. Auch wenn ich nicht weiß, ob das so richtig ist, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das richtig ist. Siehst du? Ja, das nicht an. Geht. Nee, das ging anders. Egal. Da ist ein Auto. Da ist eine Katze. Also nicht im Spiel, sondern in echt. Aber ich glaube, ihr habt sie gar nicht gehört. Deswegen ist alles gut. Okay, ich glaube, wir sind gleich da. Wir fahren jetzt einfach mal hier rein. Und schauen mal. Ja, das ist der richtige Weg. Sehr gut. So, wir fahren mal hier hin. Aufkriege ich die Tür so nicht, da muss ich auch steigen für, ne? Na gut. Dann wollen wir mal. Haben wir einen Hut auf. Toll. Okay, wir steigen wieder ein. Da hinten ist die Tür schon geöffnet. Und um ein kosmisches Ungleichgewicht zu verhindern, kann man die Tür nicht auch noch öffnen. Das ist halt unmöglich. Deswegen fahren wir einfach hier rein und gut ist. Okay, war auch markiert. Naja, hätte man ja wissen können. Hey Tommy, wir fahren zu einer Farm vor der Stadt und holen ein paar LKW-Ladungen besten Fusel ab. Wir wollten dich dabei haben, falls es Ärger gibt. Es müsste aber echt locker sein. Du musst gar nichts tun, sei einfach nur da. Die Jungs beladen die LKWs und wir fahren zurück. Sam wartet dort schon auf uns. Wahrscheinlich hat er bereits alles ausgesoffen, bevor wir überhaupt da sind. Ich fahre. Die Bullen okay. Wurden geschmiert, also gibt es nichts, was uns Sorgen machen müsste. Da hätte ich auch zu Hause in meinem Bett bleiben können. Hey, wenn ich aufbleiben muss, dann musst du es auch. Ich bezweifle, dass das einfach so locker über die Bühne geht. Los geht's. Na dann. Wollen wir mal. Ich bezweifle, dass das so locker über die Bühne geht. Das ist das Leben. Total entspannt. Auf dem Land. Kein Stress. Weißt du, wir sollten das viel öfter tun. Aber besser tagsüber. Haha, schätze, du wärst jetzt lieber bei Luigis kleiner Tochter Sarah. Stimmt's? Das ist deine Art Nachtschicht. Halt die Luft an. Was weißt du denn davon? So viel wie alle anderen auch wissen. Mann, selbst Luigi weiß, dass du hinter ihr her bist. Schätze, das macht ihm nichts aus. Schließlich hast du ihre Ehre gerettet. Wetten, du hast sie ihr gleich wieder genommen, ne? Halt die Klappe, Pauli. Ich wusste nicht, dass du da bist. Komm schon, Torben. Nur ein Scherz. Sie ist ein gutes Mädchen. Ihr seid viel füreinander gemacht. Da bin ich nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, nach Hause zu kommen und zu sagen, stell dir vor, Sarah, was ich für einen Tag hatte. Ich musste 10 Typen umliegen. Über so etwas darf man zu Hause nicht reden. Wenn du nicht so bist, wie sie in der Zeitung über dich schreiben und du sie gut behandelst, wird sie den ganzen Kram ignorieren. Ja, und sie hat eine Menge Kohle. Für dich ist es also normal, deiner Frau dein ganzes Leben lang zu verheimlichen, wer du wirklich bist. Komm, mach dir nicht so viele Sorgen. Verdammt! Was ist los? Sam sollte hier warten, aber er ist nicht da. Das riecht nach Ärger. Wir bleiben hier bei den LKWs und du schaust vorsichtig nach, was abgeht. Danke für das Vertrauen. Nimm dir ein paar Spielzeuge mit. Na klar, wir gehen alleine. Fick dich. Okay.
Oh. Warte mal kurz, ich will in der Steuerung noch was einstellen, weil wir haben hier keinen Scharfschützenmodus aktiviert. Und das würde ich gerne machen. Was haben wir denn noch nicht? T haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Da machen wir T als Scharfschützenmodus. Aber ich, also den kannst du nicht immer benutzen. Halt auch nur bei einer Scharfschützenwaffe natürlich. Alles andere wäre Quatsch. Warte mal kurz, ich muss meine Maus mal kurz ein bisschen runterregeln. Jawohl, weil sonst ist mir das hier zu schnell. Sonst ist mir das alles zu schnell. Da hinten blitzt es. Ja, das ist jetzt nicht so interessant für uns. Noch hören wir nichts. Tür ist zu. Ah, ich sehe schon, komm, gleich sind wir mitten im Kreuzfeuer. Okay, die Türen sind alle zu. Ich würde gerne richtig zielen können, so. Das wäre halt ganz gut. Okay. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier ist erstmal nichts. Hier haben wir einen Verbandskasten, was ja schon mal signalisiert, hier wird es heiß hergehen. Weil sonst müsste der hier nicht hängen. Okay, gucken wir hier nochmal, klären wir mal den Raum ab und dann gehen wir weiter. Da hinten ist ein LKW. Und Licht an. Na gut, gehen wir mal hier hin. Kann doch sein, dass gleich wieder eine kleine Sequenz kommt, das weiß ich nicht. Okay, hier ist auch nichts. Bisher ist alles ruhig. Bisher ist alles ruhig. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal da hinten hin. Irgendwo müssen die Burschen ja sein. Es kann auch sein, dass wir nochmal zurück müssen. Oder die sind hier. Nö, hier ist nichts. Erstmal ist hier nichts. Vielleicht mal zum... vielleicht mal an den LKW gehen. Noch sind sie alle versteckt, aber gleich kommen sie raus. Kann natürlich durchaus sein. Mein Gott! Deinem Freund ist schlecht geworden. Wer seid ihr? Seid ihr von der Polizei? Mr. Morello und der Sheriff lassen euch grüßen und informieren euch darüber, dass sie von jetzt an euren Job hier übernehmen. Okay, gib mir mal das Ding für mehr Muni. Alter, schieß doch mal. Der schießt manchmal überhaupt nicht mit seiner scheiß Waffe. Das ist voll dumm. Okay, Fahrt zurück dürfte wohl schwerer sein als... Ja, wahrscheinlich mit dem Fahrzeug hier, aber das machen wir gleich erst. Denn wir gucken uns noch ein bisschen um. Ich will mich auch nochmal heilen. Hure. Ja, ganz ehrlich, wo die sich manchmal mal verstecken, ne? So, erstmal. Was? Jetzt fall um. Alter, wo kommst du denn her? Ohne Spaß, ne? Gerade war überhaupt keiner da. Jetzt auf einmal sind sie alle hier irgendwo. Und wollen wir ans Leder, ans Bein, ans Lederbein pissen. Was sollen wir da? Also, nee. Okay, müssen wir den Wagen jetzt zurücknehmen? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Könnte sein, könnte nicht sein. Nö. Nö, nö, nö.
Okay. Das heißt, wir müssen einfach nur lebend zurückkommen. Und die da oben, die habe ich getötet. Da ist, glaube ich, noch irgendwo einer. Okay, da hinten stehen sie. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal schnell zurück. Ohne natürlich hier großartig unseren Blick von den Gegnern zu lassen, denn ab und zu muss das sein. Oh, shit, da hinten sind welche. Aber die werden ja gut in Schach gehalten. Oh, fuck. Wir sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, hab ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück, aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, 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 gehen wir. Ihr Jungs bleibt hier und bewacht die Laster. Macht jeden fertig, der sich ihnen nähert. Außer uns natürlich. Habt ihr das verstehen? Ich bin mir nicht so sicher. Alles klar, wir brauchen erstmal ein Brecheisen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir so eins herbekommen. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch mehr. Jetzt geht doch mal hier lang, meine Güte. Wahrscheinlich gibt es hier noch ein paar mehr Gegner. Eigentlich ist die Pumpgun ja als Waffe ziemlich gut, aber die schießt recht langsam, ne? So, wo kriegen wir ein Brecheisen her? Brecheisen. Was? Polly? Wer von euch ist Polly? Ah, du bist Polly. So, Schluss mit lustig hier. Okay. Boah, Polly zieht den Scheiß aber auch an wie magische Kacke und so, weißt du? So, die Muni mitnehmen, man weiß ja nie, ob man sie brauchen kann oder nicht. Boah, Junge. Mann, ey. Och, komm, Polly, lass mich hier raus. Okay. Hier muss es doch was geben, womit man die Tür aufbrechen kann. Ja, Polly prescht einfach los, der findet was. Oben. Oh, what the fuck? Ich bin tot. Ernsthaft jetzt? Wer? Alter, der hat mich einfach getötet. Einfach zack. Ausgeschnipst hat er mich, der Junge. Wie geht das denn? Ich meine, klar macht die viel Schaden, aber 75 Leben oder 74 Leben, was ich auch immer noch hatte. Schon ein bisschen heftig. Na gut, jetzt müssen wir da erstmal wieder hin. Dann müssen wir noch ein paar Leute töten, dann müssen wir wieder zu Polly zurück, dann müssen wir wieder hier hinkommen und dann weiß ich Bescheid. Komm schon, nimm die Waffe. So, einer ist da hinten noch, den will ich auch noch töten. Oh, weg mit dir. Habe ich gesagt, weg. Hier wird nicht mehr aufgestanden. So, dann geht's zurück in das Häuschen. Da waren ja auch noch ein paar Leute. Wir laden mal nochmal nach. Einer war hier. Ein paar standen da oben. So. Hm?
Holy moly, holy moly, holy moly. Alle töten, alle töten, alle töten. So, schnell das Leben nehmen. Ich hatte gar nicht mehr so viel Life. So, okay, wo ist der? Hier, einer müsste hier noch sein irgendwo. Boah, fuck you. Kleiner Wichser. Okay, damit ist der schon mal down. Und ich glaube, der bleibt auch down. Ich hoffe es zumindest. So, dann gehen wir zu Pauline, dann gehen wir wieder hier zurück. Aber jetzt haben wir es ein bisschen entspannter, weil die meisten tot sind. Juhu. Geil. So. Okay, warum kommen die jetzt schon raus? Ich meine, soll mich nicht stören. Bam! So, dann laden wir einmal kurz nach. Nehmen uns die mit, damit wir volle Muni haben. Und dann gehen wir zurück zu Pauly. Zu Pauly. Gehen wir eben nachladen, schnell mit Pauly reden. Jetzt dürften so eigentlich relativ wenig Leute nur noch da sein, ne? Viele dürften nicht mehr leben. Die sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, hab ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück. Aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir. Ihr Jungs bleibt hier und bewacht die Laster. Macht jeden fertig, der sich ihnen nähert. Außer uns natürlich. Natürlich. So, da dürften überall keine mehr rauskommen, weil die sind eigentlich alle tot, ne? Wäre komisch. Los, Pauly. Los, such the shit. So, da ist noch mehr drinne, da hinten natürlich auch nicht. Vor allem, warum können wir die Tür nicht aufschließen? Ja, Pauly, du suchst, du findest. Ah, deswegen hat er sich auch so geduckt, weil da noch einer oben war, denke ich mal, ne? Ah, alles klar. Ah, hat der Pauly einen richtigen Grieche gehabt, würde ich sagen. Okay. Ich gucke, ob jemand guckt, aber irgendwie guckt keiner. Oh fuck. Nur noch 13 live. Pauly, du musst den Shit machen. Okay, wir sind tot. Ach, Pauly ist tot, ich bin tot. Okay. Alright. Let's keep on rolling, baby. Also los. Okay, ich glaube, die sind alle tot. Kann das sein? Yo. Okay. Oh, habe ich mich gerade erschrocken, Alter, als er geschossen hat. Oh, hab ich mich erschrocken. Alter. Ohne Spaß einfach nur. Okay, das ist Sam. Ist alles in Ordnung? Ach, war wohl nur mal wieder zur falschen Zeit, am falschen Ort. Kannst du gehen? Nicht besonders gut. Okay.
halt durch. Ich hole den Laster. Wir bringen dich zu einem Arzt. Du schaffst das, Sam. Tom, warte hier mit ihm. Ich bin gleich zurück. Keine Angst, Sam. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Klar. Wirklich? Er ist doch immer der, der wirklich auf die Fresse kriegt, ne? Unglaublich. Da kommt Pauli. Tom, ich glaube, das ist kein Laster. Verdammt. Scheiße. Okay, der kommt hier auf jeden Fall rein. Alter, scheiße, ich komme nicht mehr um ihn rum. Ich bin hier fest. Ah. Pff, ob ich hier rauskomme, ey. Doch, mach ich aber. Und nun? So, der müsste down sein, oder? Jetzt komm hier raus und hilf mir! Dumm? Hä, ja, nie nichts gefunden. Wo ist seine Waffe hin? Hä, ist seine Waffe halt weg. Mir auch egal. Nehmen wir die mal eben mit. Ist doch alles erledigt, oder nicht? Was ist los? Ah, ich verstehe. Mein Gott, das war ein Massaker! Was für eine Nacht, Mann! Anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Sam, ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Hab mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Sieht so aus, deine Nase läuft ein wenig. Sam, ich bringe dich nach hinten. Tom ist bei dir. Nur für den Fall. Okay. Tom, geh mit ihm und halt die Augen auf. Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst. Alles klar. Pauli, sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Welche Kisten? Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Okay, Mann, okay. Verlass dich ganz auf mich. Ich habe keine Ahnung, wo hier Kisten sind. Ich sehe keine, aber ist ja auch egal. Leider begrenzte Munition nur. Alter, wie ich hier aber auch nicht treffe, ne? Na, dann ist der Beifahrer tot. Nein! Er ist vorbei. Neuer Versuch, alles klar. Ach, das ist voll hohl. Ich baller auf die ohne Ende und es passiert nichts. Hm. Ja, natürlich ein bisschen doof. Ich muss den Fahrer töten. Alter, wie man die nicht trifft, willst du mich eigentlich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Alter, die Waffe ist so dumm. Die hat so einen kranken Rückstoß. Ich versuche, also man kann ja nur versuchen zu zielen. Vor allem bei der Geschwindigkeit, aber. Alter, das war ein Headshot. Ja, geht doch, Alter. Okay, da kommt aber noch einer. Ich lade jetzt nochmal schnell nach. Ja, gab es damals auch schon so eine tolle Mission, wo man einfach nur schießen muss. Man musste mal wenigstens mal nicht fahren, ist doch auch toll. Alter. Jawohl. Beifahrer ist im Grunde scheißegal, Hauptsache der Fahrer ist tot. Oh, das wollte ich nicht. Nachladen wollte ich. Aber man trifft den Fahrer halt auch so scheiße, ne? Das ist halt echt nicht einfach. Ja,
Das ist nicht einfach, die zu treffen, Mann. Vor allem, wenn die dann an dir vorbeifahren, dann ist eh vorbei. Dann kannst du eh sagen, ja gut, das war's. Yes, geschafft. Yes, 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 yes. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Na, dann mach mal hin. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Pauli? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Bringen Sie ihn rein. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung. Also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Ciao. Oh, ein Ausflug aufs Land ist noch nicht fertig. Fahr zurück zu Salieris Bar oder schau auf dem Weg bei Lucas Bertone vorbei. Das werden wir tun in der nächsten Folge, denn ich denke, für diese Folge haben wir genug Action erlebt. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin. Haut rein.